Hallo Sportsfreunde, wir haben heute den 27. Dezember. So wie ich das schon im letzten Video angekündigt habe, beginnen wir heute mit den Jungtauben. Und zwar sind die Jungtauben jetzt vor 2 Tagen geschlüpft. Diese Geschichte, die ich ausprobiert habe mit dem Ei, was ich dann auch in den Kühlschrank gelegt habe, man kann es auch bei diesen Temperaturen einfach draußen liegen lassen. Also wie gesagt, das zweite Ei, könnt ihr in dem Video nochmal nachschauen. Das hat recht gut funktioniert. Die 8 Jungtauben, also 3 von beiden Zuchtpaaren und das eine Ampaar, sind alle geschlüpft. Und ich muss sagen, sie sind tatsächlich in einer Zeit von, naja, 1 bis 4 Stunden waren sie alle da. Und das zeigt dann auch die gewisse Gleichmäßigkeit. So, das war eigentlich das Entscheidende. Hiermit beginnen wir also jetzt die Sache, die Vorbereitung bis zur Reise. Wenn die Tauben nachher einen Ring angelegt bekommen haben, ist das ein bisschen einfacher, um sie jeweils den jeweiligen Zuchtpaar zuzuordnen. Das ist jetzt natürlich, wo sie klein sind, ein bisschen schwieriger. Die werden wahrscheinlich dann auch noch einen Namen bekommen für die jüngeren Sportsfreunde, die den Kanal gucken. Und diejenigen, die vielleicht gar keine Tauben haben und dann vielleicht bis zum Herbst dann auch mitfiebern, wollen wir mal schauen. Ich lehne mich da weit aus dem Fenster, wie viel wir von den 3 Paaren, die ich oben habe, letztendlich bis zur Reise hinkriegen und wie sie sich dann auf der Reise bewähren. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist alles eine Familie und nun gucken wir mal, wie es wird. Ich zeige euch jetzt mal die Jungen. Aber insgesamt habe ich mal die 3 Nistschalen hier aufgestellt. Es ist jetzt eine Winterzucht. Ob eine Winterzucht gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Der Brieftaubensport ist vielfältig. Der eine macht so, der andere macht so. Und der Trend ist vielleicht in 3 oder 4 Jahren so, dass wir erst im Mai die Jungen züchten, weil sie dann im Herbst bei der Reise auch kaum gemausert haben. Aber im Moment mache ich das so und das muss jeder für sich selber entscheiden und ist letztendlich auch nicht so ausschlaggebend. Es geht hier um den Spaß und um irgendwo ein bisschen was mit diesen Tauben letztendlich zu erreichen an Preisen. Aber in erster Linie ist es der Spaß. So, den ersten hier vorne, das sind 2 Junge, können wir nochmal gucken. Beide sehr gleichmäßig vom 151. Diese beiden Jungen sind vom 94. Und diese beiden Jungen hier sind vom 101. So, jetzt zeige ich euch auch noch die Jungen. Das ist das Ampaar. Und auch das Ampaar hat 2 kleine, gleichmäßige Jungen unter. Das sind übrigens die Jungen von dem jährigen Vogel, was ich da schon angedeutet hatte, dass ich die mal ausprobieren wollte. So, das sind die 8 Jungen. Die Eier sind bereits wieder abgelegt von den Zuchttauben. Und sie sind alle befruchtet. Das ist erstmal ganz wichtig. Ja, was gibt es noch zu sagen? Jetzt am Anfang erstmal nichts. Der nächste Film wird zeigen, wie den Jungen die Ringe angelegt werden. Ansonsten hoffe ich, dass alle gut das Weihnachtsfest überstanden haben. Müssen wahrscheinlich ein paar Kalorien abtrainieren. Ja, und ich denke, vor Neujahr werde ich keinen Film mehr machen. Nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Erfolg mit den Tauben. Erfolg ist nicht nur Gewinn von Meisterschaften, da gehört vieles zu, vor allen Dingen der Spaß, mit den Tauben zu arbeiten. Ja, das ist eigentlich das und vor allen Dingen Gesundheit wünsche ich allen und der Familie. Bedanken möchte ich mich auch nochmal bei denjenigen, die mich so fleißig abonniert haben. Mittlerweile sind es 1000 Abonnenten und das ist schon toll für mich hier, dass man das jetzt so auf dem YouTube-Kanal präsentieren kann. Den 3 Mitstreitern, die auch alle zu Weihnachten sich gemeldet haben,
ob in der Uckermark oder ein Heidederby oder Hans aus dem Kohlenkopf, wünsche ich alles Gute. Und allen anderen auch. Und tschüss.